Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Syntheten des Modells Hiwi sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeksons Hiwis sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Ich bin auf dem Weg zu Seeks and Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Thank you.
Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott.
Komm schon. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Handelsschiff Taurus auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sebastopol Verkehrsüberwachung. Bitte kommt, over. Hilda Yandelay. Captain Taurus, wir befördern vertraglich 3 Passagiere von Wayne Titan. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Diane Verlaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Verlaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestört. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann.